Ich finde die Idee gar nicht schlecht. Was, das mit der Kamera? Ja. Dann am 4. eine Kamera kaufen und dann in ihr Büro einbrechen. Wir haben, glaube ich, noch eine... Haben wir nicht noch eine... Nee, wir haben alle Kameras verbaut, ja. Genau. Ja. Dann kaufen wir noch eine Kamera. Oh, und da geht Herr Müller. Wollen wir den mal ansprechen? Ich möchte eigentlich nicht. Ich weiß nicht. Wenn du möchtest, dann machst. Wenn nicht, dann nicht. Jetzt nicht schwarz wegtreten. Jawohl. Damit hat sich das auch erledigt. Ja. Guten Tag, Herr Schwarz. Ich brauche Ausrüstung. Und dann nehmen wir mal eine Kamera. Was ist denn das andere daneben? Werkzeug. Damit können Möbel oder elektrische Geräte repariert werden. Okay. Und wir können doch mit dem auch ein Gespräch führen. Da war doch noch was unter dem, ich möchte Ausrüstung kaufen. Ja. Irgendwas? Guten Tag, Herr Schwarz. Sagen Sie... Na, hat man sie immer noch nicht befördert? Und sie hat man immer noch nicht eingesperrt. Schon komisch, oder? Achso, das ist immer so ein bisschen... Macht Ihnen das eigentlich Spaß, hier zu stehen und Leute abzuweisen? Die Aufgabe gewinnt mit der Frustration der Menschen, die einen Nein nicht hören wollen. Okay. Okay, einer noch. War dieser Job Ihr Wunsch oder können Sie einfach nichts anderes? Beides. Und wie ist es bei Ihnen? Hausverwalter aus Talent oder Leidenschaft? Okay. Echt. I get the point. Schön. Okay, also brechen wir jetzt in das Büro ein und hängen eine Kamera hin? Ja. Okay. Wollen wir über die moralischen Implikationen nochmal sprechen? Ich bin zu müde dafür. Okay, Ich habe das schon so oft gesagt, aber ihr merkt, ich bin auch abgestumpft. Aber wir wollen unsere Tochter retten. Ja. Kamera MK1 und jetzt können Hätten wir noch irgendwas durchsuchen. Ach, um können? Gottes Willen. Das Ministerium ist ja mal groß. Hätten wir das Büro noch durchsuchen müssen? Ja, hätten wir. Wir haben jetzt keinen Dietrich mehr. Ja. Hätten wir. Nach den Akten suchen. Noch einen Dietrich holen? Oder nach Hause gehen? Warum? Wir müssen ja nicht... Ich meine, wenn wir jetzt noch einen Dietrich holen, ist es auch gleich so weit, dass die Leute wieder zurückkommen. Ich hätte Guten jetzt gesagt, Tag, Herr Schwarz. Wir kaufen uns mal 2. Mhm. 3. Kostet nur 25. Was heißt nur? Also Geld ist, ja. Und, wir gehen hier schnell nochmal rein und suchen ein bisschen. Das finde ich tatsächlich eine gute Idee. Und ich hätte jetzt fast gesagt, bei Meinert könnten wir auch suchen. Mal gucken. Schrank ist leer. Okay. Ah. Die perfekte Ergänzung zu jeder Stricknadel, ein Wollknäuel. Und Ausgabe der Better Tomorrow, eine gelesene Ausgabe zeigt Better Tomorrow, eine regierungsnahe Zeitung, die den Reformen sehr aufgeschlossen gegenübersteht. Oh! Das heißt, unsere Frau Fels ist tatsächlich eher eine Reformerin. Wie schön. Ein Foto von Sibylle Fels und ihren Hunden. Hundefoto. Sie wird mir immer sympathischer. Jetzt ist die Frage, wollen wir... Wir wollen bei Meinert keine Kamera, ne? Wilhelm Würger kommt. Es ist 5.55 Uhr.
Wir können ja mal nach Hause gehen. Würdest du nach Hause gehen? Naja, wir haben da ja auch noch ein paar Daily Tasks zu erledigen. Oh, und ja, ich dachte die jetzt, Kamera muss ja auch erstmal was aufnehmen. Naja, die Kamera nimmt ja nichts auf. Wir müssen ja da sein und im richtigen Moment. Naja, aber wir sind ja, also du kannst doch da bleiben. Ja, aber also, du hast recht, die Dailies sind tatsächlich wichtig, dass wir das machen. Jetzt kommen alle. Das heißt, ich würde kurz mal nach Hause und genau das tun. Und ich würde fast vermuten, wir haben sie ja gestern Nacht auch gesehen, dass die auch nicht tagsüber irgendwas... Dass sie eher, dass eher abends irgendwie was passiert. Das war auf jeden Fall richtig, genau. Ich hätte übrigens unglaublich gerne nochmal so eine kurze 3, 4, 5 Minuten Sprintpause. Ich weiß, wir sind eigentlich ja nicht mehr, es ist ja schon spät, aber nochmal kurz würde ich großartig finden. Jetzt direkt? Wann auch immer, ich wollte es nur schon mal ankündigen. Ja, finde ich gut. Weißt du, so, wie wenn man auf der Autobahn, also wenn man im Auto unterwegs ist und sagt so, hey, demnächst die nächste Raststätte, ungefähr ja. So. Ja, nee, ist gut. Ich mache jetzt hier die täglichen Tätigkeiten, die wir tun müssen. Ist richtig. Dann haben wir das gemacht. Und dann würde ich sagen... Kannst du auch noch mal gucken? Kannst du auch noch mal gucken, ob wir die Wohnung vermieten können? Oder was oben gerade in der Wohnung? Das könnte vielleicht noch. Aber eigentlich ist es gerade nicht so relevant. So, es gibt niemanden, der in das Haus einziehen möchte. Ja, aber dann würde ich doch sagen, schmeiß ich mal eine... Ja, wo bin ich denn jetzt? Hier. 5 Minuten an. Eine kleine... Ganz kurz. 4,5 Minuten Pause, sage ich jetzt mal. Und dann machen wir gleich weiter und gehen wieder ins Ministerium und gucken, was die Frau Fels da macht. Das tut mir in der Seele weh, weil sie wird mir immer sympathischer. Also, aber... Es muss ja. Geht mir genauso. Aber ich meine, wir haben ja fast schon verraten, was wir vorhaben. Ja. Sie also, hat uns ja eigentlich fast schon Anweisungen gegeben. Ja, genau. Also, ich freue mich auf gleich. Also, bleibt uns erhalten. Ganz kurze Pause. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Zurück aus der Pause. Und danke für die Hinweise. Fockaffe und Duddle Nation haben gesagt, wir können mit V hier und ich kann mit C aufs Ministerium umschalten. Und da kommen die Leute gerade zur Arbeit. Wollte gerade sagen, wie praktisch, aber ja. Tja. Wir haben einen spannenden Hinweis gefunden. Okay, was machen wir jetzt als nächstes? Erstmal hier, Romy. Ich habe keine Ahnung. Ich auch also nicht wirklich. Nicht. Also eigentlich fällt mir gerade nichts weiter ein, als die ganze Zeit die Überwachungskameras zu benutzen oder irgendwie. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn, dann treffen die sich eher erst wieder in den Abendstunden. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ja, das stimmt. Aber wir können ja halt von zu Hause hier auch überwachen. Das heißt, wir müssen ja auch gar nicht vor Ort sein. Wir können mal mit Frau Dingens nochmal sprechen. Unsere Nachbarin von Frau Günzel kam die Treppe runter, glaube ich. Oh. Dann spreche ich auch gleich mit ihr. Schön, Sie unterwegs zu sehen, Herr Schwarz. Ach, keine neue Option, okay. Dann warten wir mal auf Frau Günzel. Also vielleicht habe ich mich auch getäuscht, aber ich habe sie im Treppenhaus gesehen. Ja, da kommt sie. Hallo, Herr Schwarz, was treibt Sie hierher? Ein Frauenschläger weniger. Das ist auch noch ein altes Ding, ne? Tja. Hm. Ich habe Ihren Mann wieder verhaften lassen? Es tut mir leid? Keine Ahnung.
Vielleicht ist es besser so, Herr Schwarz. Ich habe mir schon ein bisschen Sorgen um die Kinder gemacht, wissen Sie? Okay. Und vielleicht kommt er im Gefängnis ja wieder ein bisschen zu sich. Wir können ihn ja besuchen. Okay. Ich möchte sie nochmal ansprechen. Aber es gibt jetzt wahrscheinlich keine neue... Nee. Ja, das muss eine alte... Aber es war ja wieder verhaften lassen. Wir haben ihn ja nur einmal verhaften lassen. Ja. Haben wir gestern was nicht mitgekriegt? Ich weiß es nicht. Nee, da ist er doch. Ja, da ist er. Was machst du, alte Sau? Trinkt. Trinken. Super. Okay, aber da können wir gerade nichts machen. Wir müssen, wir haben nur noch 100 Stunden für unsere, für die Akte unserer Tochter. Yep. V. C. Können wir da reinzoomen eigentlich? Ja. Okay, sie liest. Ja, wir können reinzoomen. Und wir sehen hier auch, wer so rumläuft. Das ist ja auch ganz schön krass. Okay, es ist 12.35 Uhr. Mittagspausenzeit. Ja. Da oben gibt es anscheinend auch irgendwie sowas wie eine Cafeteria. Da waren wir auch noch nie. Da oben ist Steffen Huberts. Der geht in den Serverraum, ne? Nee, der Serverraum ist hier. Ach so, ja, stimmt. Wir waren hier, in den Etagen waren wir noch gar nicht drin. Jetzt geht Frau Fels in eine Mittagspause. Miriam Stocker haben wir auch noch nie mitgesprochen. Da oben könnten wir auch mal hin. Naja, aber wir kommen ja nun bis in die zweite Etage. Wir können noch höher fahren, aber wir können nicht in die Büros gehen. Also okay. Hier ist immer diese Durchgangssperre. Hier, wo wir uns ausweisen müssen und wir kommen nur in 1 und 2 rein. Aber auf diese Seite brauchen wir keine Ausweispapiere. Das heißt, diese Räume, da sollten wir so hinkommen. Das sollten wir uns auch mal angucken. Okay. Da geht Thomas Noller wieder nach oben. Ja, da ist Hans Meinert. Und da ist Sibylle Fels, die war oben. Okay, die war oben. Naja. Gucken wir, es kann natürlich auch sein, dass sie mal dann zum Feierabend zu ihrem Schatzi hochgeht, ne? Das können wir, also ich befürchte, das wissen wir jetzt einfach nicht, weil wir kommen da sowieso nicht hin. Richtig. Genau. So, da ist sie wieder. Da oben ist Steffen Huberts. Jetzt sehen wir sie gerade nicht. Ups. Haben wir uns den falschen Tag ausgesucht? Nee, es ist ja gerade mal 17:40. Ja, stimmt. Ich hoffe halt, dass es funktioniert. Ja, okay, da oben kommt Thomas Noller. Fährt runter und steigt. Ja, steigt hier aus. Und Frau Fels ist da. Ich fühle mich übrigens wirklich ein bisschen schmutzig. Ja, das kann ich verstehen. Geht's hier auch so? Ja. Ja, ich zoome gleich rein. Keine Sorge, sobald er dann auch wirklich da reingeht. Die wird erpresst? Okay. Interessant. Und der Typ ist doch, der tut doch immer so cool und so nett und so. Ja. Dann sollten wir mal zu Sibylle Fels gehen, hm? Ja. Dann ach, sie erpresst ihn.
Sie erpresst ihn. Woher wissen wir denn das jetzt, wer wen erpresst? Könntest du mal bitte in diese Hinweisübersicht zu den einzelnen Leuten gehen? Ich würde es einfach gern wissen, ob, wie das dann angezeigt worden wird. Ja. Sibylle Fels. Erpresst. Ja, Personen dazu zwingen, Dinge für einen durchzuführen oder monetäre Kompensation zu erzwingen, ist nicht nur unmoralisch, sondern auch verboten. Ja, sie erpresst. Und jetzt gucken wir mal. Was steht bei Herrn... Danke. Nix. Okay. 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 Interessant. Und sie gehen dann jetzt wahrscheinlich gemeinsam raus. Steffen Huberts hat auch anscheinend kein Zuhause. Der mit Rot ist Täter. Ah ja, alles sagt klar. Mausi. Ich verstehe. Danke. Okay, da geht hier Lotte Altmann. Okay, und jetzt sind so langsam... Also, vielen Dank euch beiden. Ja, danke. So, das haben wir. Ich weiß mir jetzt auch nicht anders... Ich würde jetzt gerne oben nochmal, weil wir haben zwar keinen Auftrag, aber irgendwie macht mich das... Okay, hier schläft schon alles. 23 Uhr, ja, okay. Achso, wir können jetzt nochmal nach Vermieten gucken. Niemand möchte in unser Haus einziehen. Tja, hier schläft schon alles. Na, du könntest dich jetzt noch 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden hinsetzen und dann gehen wir ins Büro und reden mit Frau Fels und machen hier noch unsere Aufgaben. Unser Nachbar hat wieder hervorragende Laune. Ja. So. Unsere Tochter kommt gerade nach Hause, aber man kann die Uhr nachdrehen. Um 1 ist sie da. Ja. Ich guck mal in die Pflanze, ob wir was haben. Wahrscheinlich nicht. Unsere Zimmerpflanze ist leer. Ja, dann hauen wir uns nochmal 5 Stunden? 5, ja. Es ist 2 Uhr. Dann hauen wir uns mal 5 Stunden hin. Dann gehen wir um 7 ins Büro und sprechen mit Frau Fels. Düdelüdelü. 81 Stunden noch. Oh Mann, ey. Hallo. Keine Post. Flupp. Da sind schon alle da. Ja, Mensch. Dann klopfen wir doch mal, ne? Mhm.